sehe eigentlich an fast jedem Stand konventionelles Spielzeug in Verbindung mit digitalen, mit der digitalen Welt. Laptops, Smartphones und so weiter. Glauben Sie, das ist ein kurzweiliger Trend oder ein längerer Trend? Oder wird es jetzt für immer so weitergehen? Was denken Sie da? Ja, wir sprechen ja in der Warenwelt auch über das Thema Digitalisierung und Industrie 4.0. Das heißt, das sind ja Komponenten, die werden unser zukünftiges Leben dauerhaft bestimmen. Und natürlich gilt das Gleiche fürs Kinderzimmer. Auch dort werden diese Abbilder natürlich dann geschaffen. Ich gehe nicht von einem Trend aus, sondern von einer stabilen Situation, die aus zwei Bereichen besteht. Einerseits den klassischen Spielwarenbereich, angefangen bei Brettspielen bis hin zu Puppenplüsch. Und dann eben diesen neuen elektronischen oder technikorientierten Spielwarenbereich, der seine Berechtigung hat, genauso wie die Tradition. Und die Verbindung dann auf, die man aufzieht zwischen ganz traditionellen Sachen, die dann trotzdem und mit einer App zu spielen sind? Naja, man sieht ganz klar, dass durch die Addition von elektronischen oder IT-Komponenten neue Spielwelten geschaffen werden können, neue Erlebnischaraktere entstehen und dadurch natürlich das Spiel weiterentwickelt wird, ja, in Form von Geräuschen, Bewegungen, Dreidimensionalität und, also dem ist keine Grenze gesetzt.